So, ich darf als nächsten Redner Mike der Stappen begrüßen. Mike ist Geschäftsführer der Firma Incubus aus Leipzig, langjähriger Produktentwickler und auch im Vorstand des DZU gibt es ja nicht mehr, im Python Software Verband. Mike wird in seinem Vortrag im Wesentlichen halt aktuelle Techniken beim Theming von Plon erklären. Konkret geht es wahrscheinlich um Diaso und Plon App Theming. Genau. Ja, guten Morgen. Ich möchte halt, wie gesagt, ein bisschen was über den Theming-Ansatz von Plon erzählen. Diaso. Und ja, fangen wir einfach gleich mal an. Man steht meistens vor dem Problem, das, was wir haben, also in dem Fall jetzt das Content-Management-System Plon, mit den Funktionalitäten und so weiter verwenden zu wollen, aber das möchte der Kunde dann halt ein gewisses Layout, das ist jetzt noch relativ human. Es gibt ja durchaus unterschiedliche Anforderungen und wenn dann der Designer sich erstmal so richtig ausgetobt hat, dann steht man manchmal vor dem Problem, oder früher zumindest in Plon, wie kriege ich das jetzt zusammen? Die ganzen Teile in Plon sind sehr modular, das ist schön, aber wenn ich dann aus diesen modularen Puzzleteilchen letztendlich ein Design aus einem Guss machen möchte, kann das halt durchaus sehr viel Arbeit sein. Deswegen halt der neue Ansatz. Wir bringen das Ganze zusammen mit Diaso und der Integration Plon App Theming. Diaso selber kann man ohne Plon einsetzen, das heißt, es ist nicht unbedingt an Plon gedongelt, das ist zwar von den Plon-Leuten entwickelt, aber ist nicht zwingend auf Plon beschränkt. Plon App Theming wiederum ist halt die Integration und bietet halt ja, eine ganze Menge Funktionalitäten außenrum. Dazu werde ich am Ende dann nochmal ein paar Sachen zeigen. Wie funktioniert das Ganze? Wir haben auf der einen Seite das statische Theme. Das hat der HTML-Designer komplett fertig gemacht. Da sind die Grafiken drin, da ist das CSS drin, da ist das JavaScript drin, wenn es möchte. Und das Ding kann halt ein komplett clickable Dummy sein. Damit kommt er jetzt an, hat halt einen Ordner oder eine ZIP-Datei und schmeißt ihm das vor die Füße und sagt, okay, so soll es also aussehen. Auf der anderen Seite haben wir halt das Content-Management-System Plon. Und was wir jetzt machen, ist, das Ganze miteinander zu verbinden. Dafür gibt es halt Diaso mit seinem Regelwerk und am Ende kommt halt live rausgerendert ein Mashup von beiden letztendlich. Und wir haben halt das gestylte Plon halt mit der statischen Vorlage halt vereint. Im Groben funktioniert es so, wir gehen halt hin, suchen uns einzelne Elemente aus dem rechten Content-Bereich, aus Plon, sagen hier die Top-Navigation, die adressiere ich jetzt mal über zum Beispiel hier CSS-Selektoren und sage halt auf der anderen Seite, im Theme möchte ich das gerne an die Stelle einfügen. Das Gleiche kann ich halt dann mit dem Content-Bereich machen, mit einem speziellen Portlet. Oder halt auch mit mehreren Portlets. Und habe dann relativ schnell mit ein paar Anweisungen, die jetzt halt immer unten drunter stehen hier, das sind eine Handvoll Anweisungen, da habe ich schon die meisten Inhalte quasi schon vereint. Das ist auch wiederverwendbar, weil die Struktur, zumindest auf der Plon-Seite, ändert sich ja nicht jeden Tag. Das heißt, wenn man mit dem Designer halt ein bisschen was vereinbart, dass die Strukturen da halt auch sich nicht jeden Tag ändern, zumindest von den Benamensungen her, dann macht man sich das Leben da ein bisschen leichter und kann halt auch diese Rulesets, die man halt aufbaut, halt wiederverwenden oder zumindest in großen Teilen. So, dann zeigen wir jetzt mal das Grundgerüst. Das ist eine XML-Datei, ja, XML. Da werden oben ein paar Namespaces definiert. Das einmal ist halt Diaso. Dann gibt es halt diesen erweiterten Namespace, das ist für CSS an Selektoren und dann auch für Inline-XSLT Anweisungen, diesen XSL-Namespace. Im Einzelnen sieht das dann so aus.
Wir haben so verschiedene Rules, also auch diese Rules-Blöcke, die wir jetzt hier sehen. In dem Fall wird halt einfach geguckt, wenn halt dieses Weasel Portal Wrapper, was im Plon ja immer vorhanden ist, da ist, auf diesen ganzen Standardseiten zumindest, dann gilt halt dieser Block. Und dann werden halt hier Dinge gemacht, wie die Skriptbereiche in den Header eingefügt, vom Plon halt alles, was im Plon im JavaScript oben geladen wird, wird halt mit dem Seam vereint. Und die globale Navigation habe ich hier nochmal drin, den Content-Bereich und das News-Portal, was ich vorhin im Einzelnen gezeigt habe. Wir brauchen ja irgendwo die statische Vorlage, die wir jetzt von dem Designer kriegen. Das kann eine sein, das können auch mehrere sein. Meistens sind Startseiten ja ein bisschen anders vom Aufbau her als dann die eigentlichen Content-Seiten. Da kann es letztendlich beliebige von geben. Hier an der Stelle wird halt die Index.html für die Startseite genutzt. Und auch wenn keine Frontpage im Plon gesetzt ist, dann gilt es halt trotzdem, dann reagiert er halt auf die Plon-Site, also auf die oberste Ebene. Und wenn das nicht greift, also diese beiden Bedingungen für die ersten beiden Elemente da nicht eintreffen, dann wird halt der vorweggenommen und das ist in dem Fall dieser Artikel-HTML und das ist halt die Standardansicht, wo ich dann sage, okay, ich habe hier irgendwie eine Navigation auf der linken Seite und den Content-Bereich und die Startseite sieht halt ganz anders aus. Ne? Die letzte Anweisung gibt dann nochmal die Möglichkeit, über Setzen von Stylesheet-Tags in Stylesheet-Attributen im Muddy-Tag oben einfach zu sagen, diese Seite bitte ungeseamed. Also die Yasuo soll die Finger davon weglassen. Das ist durchaus sinnvoll, wenn man bestimmte Plon-Oberflächen halt, die eher was mit der Verwaltung zu tun haben, nimmt und sich da nicht die Arbeit machen möchte, das jetzt auch mal alles durchzustylen. Gehen tut es alles, aber es ist halt Aufwand und nicht immer notwendig. Ja, die Regeln im Einzelnen. Ich habe vorhin schon oben die Namespaces gezeigt. Es gibt die Möglichkeit, CSS-Selektoren zu verwenden. Dafür ist dieser CSS-Namespace reingezogen worden. Und der Standardweg ist XPath. Das hat beides Vor- und Nachteile. XPath sieht ein bisschen komplizierter aus, wenn man das hier sich so anguckt. Auf der anderen Seite kann ich in XPath halt auch Ausdrücke schreiben, die ich mit CSS-Selektoren gar nicht oder nur schwer halt realisieren kann. Also sowas wie Und-Verknüpfungen oder Verknüpfungen, das ist dann mit CSS dann schon nicht mehr so richtig möglich. Und das kann ich mit XPath halt noch machen. Das heißt, ich kann dann sagen, nehme jedes Portlet außer das zum Beispiel, also auch solche Geschichten oder halt sagen, okay, jedes Portlet, was die Klasse oder die Klasse hat. Im CSS sieht das Gleiche, was wir hier haben, so aus, deutlich sauberer, deutlich aufgeräumter, fehlerunanfälliger. Deswegen würde ich das immer bevorzugen, wenn ich halt damit auskomme. Und XPath-Anweisungen eigentlich nur da verwenden, wo ich es wirklich brauche. Beide Wege führen zum gleichen Ziel. Letztendlich kommt am Ende immer XPath raus. Das heißt, man kann sich eigentlich relativ sicher sein, dass egal welchen Weg ich gehe, die Inhalte halt so übernommen werden und ausgelesen werden, wie ich das halt entweder mit XPath direkt mache oder halt einfach mit den CSS-Anweisungen. Wir haben bei den Definitionen oder bei den Selektoren die Möglichkeit, einmal diesen Content-Bereich und diesen Theme-Bereich halt zu selektieren. Es gibt aber noch eine kleine erweiterte Schreibweise, wenn ich halt Theme-Children oder Content-Children schreibe, dann bezieht sich das, was ich selektiere oder das, was ich dann zurückkriege, nicht auf das Element, was ich gegriffen habe, sondern halt auf die Kind-Elemente. Wenn ich jetzt halt einen UL-Tag über irgendeine Stylesheet-ID oder Klasse adressiere, dann bekomme ich halt die Listen-Elemente und nicht das UL-Tag selber. Das kann durchaus sinnvoll sein, weil wenn ich zum Beispiel in dem statischen Layout halt im UL-Tag schon irgendwelche Klassen und so weiter halt Haufen Filifanz drin habe,
dann muss ich mir nicht die Arbeit machen, die halt irgendwie zusammenzubringen, sondern lass das einfach da in dem Markup und tausche halt nur die Dummy-LE-Tags aus, die halt in dem statischen SIEM einfach drin sind, mit den Elementen, die von Plon kommen. Das muss man da ein bisschen gucken. Ja, das sind ungefähr die einzelnen Ausdrücke, die man in Diaso verwenden kann. SIEM haben wir schon gesehen. NoSIEM haben wir auch schon kurz gesehen. Und Replace ist so ziemlich das häufigste. Die gehen wir jetzt einfach mal kurz durch. SIEM haben wir oben schon gesehen. Wir können halt einfach sagen, der Reihe nach, also mit href gibt man halt letztendlich die Template-Datei an. Die kann auch remote liegen. Also das muss noch nicht mal in dem SIEM sein, sondern ich könnte auch sagen, nimm dir das SIEM von spiegelonline.de, wenn es rechtlich okay wäre. Also es gibt Anwendungen dafür, wo das durchaus sinnvoll ist. Das kann zum Beispiel sein, dass ich eine Anwendung habe, eine Fachanwendung, die schon da ist, die aber vielleicht keine CMS-Funktionalitäten oder keine gute Hilfesystem-Funktionalitäten haben, wo sich Plon ganz gut anbietet, auch um das zum Beispiel zu ergänzen. Dann könnte ich halt auch hingehen und sagen, zieh dir mal das Client von dieser Fachanwendung an und steck da den Content runter. Dann muss ich nicht nochmal extra dieses SIEM da rauslösen oder irgendwie Copy-Paste dann mir das alles zusammenziehen, sondern ich kann das Ding auch live verwenden. Hier habe ich dann halt einfach dann eine if-Bedingung drin. Es gibt sowas wie if-Content, if-Path, also je nachdem, was man halt da verwenden möchte. Und ich reagiere hier in dem Fall halt über dieses CSS-Doppelpunkt, was davor ist, oder verwende ich halt den CSS-Selektor statt des XPath an der Stelle. So, und der Fallback wieder mit dem Artikel darunter. NoSIEM ist halt das an der Stelle, sobald das greift, sobald die Bedingung greift, wird halt nichts gesiemt. Macht sich ganz gut, so wie hier mit dem WarTag zum Beispiel. Oder was man auch machen kann, ist halt bestimmte Templates, also mit Plon zum Beispiel, was ich ganz gerne mache, ist halt so Management-Geschichten. Also im Plon zum Beispiel die Nutzerverwaltung hinten, das ist eine relativ breite Tabelle. Die meisten Layouts, die man macht, wenn sie jetzt nicht gerade responsive sind, haben das Problem, dass sie halt eine gewisse Breite haben. Wenn ich dann mit einer 1024er Auflösung ankomme, dann passt diese Nutzertabelle nicht mehr rein. Ich sehe nicht alle Spalten. Einfachste Lösung an der Stelle ist halt einfach, diese Problemfälle einfach davon auszunehmen. Und der Admin sieht dann halt an der Stelle einfach ungeseamtes Plon, kann aber die Nutzer dann sauber löschen. Und die restlichen Seiten werden halt geseamt. Und das Gleiche mache ich zum Beispiel auch mit der Oberfläche für Management von den Portlets. Es ist einfach, es ist mehr Arbeit, das halt auch alles umzusetzen. Das muss man ein bisschen abwägen. Wenn ein Kunde jetzt eine langfristige Lösung haben will, wo das wirklich alles bis ins Ende durchgestylt werden soll, dann kann man das alles machen. Aber es kostet halt Geld. Will auch nicht jeder. Ja, Replace ist die häufigste Anwendung. Damit kann ich halt ein Element im SIEM mit einem Element aus dem Content halt ersetzen. Oder halt, je nachdem, wie meine Selektoren halt gefasst sind, auch die Schaltelemente. Das können halt auch mehrere sein. An dem Beispiel sehen wir halt einfach mal die Editbar halt rübergezogen einzeln und den Content-Bereich von Plon. Das ist eigentlich recht eindeutig. Ja, After und Before sagt der Name eigentlich schon. Also ich kann halt damit vor bestimmten Elementen und nach bestimmten Elementen Dinge einfügen und kann halt so auch Stück für Stück mir zum Beispiel auch die Portlets rausziehen, auch in einer anderen Reihenfolge dadurch. Weil ich mir einfach zum Beispiel, mache ich das sehr gerne, dass ich alle Portlets mir rüberziehe, außer das Navigationsportlet. Und dann halt hingehe und mir das Navigationsportlet als letztes reinziehe und das Ganze nach oben stelle. Weil wenn ich im Plon zum Beispiel in verschiedenen Ebenen neue Portlets hinzufüge, dann werden die immer ganz oben eingefügt, weil die lokalen gehen dann an erster Stelle. Das will ich aber nicht, dass die Navigation dann runterrutscht. Dann kann ich das damit zum Beispiel auch umschiffen an der Stelle. Also man hat schon ein bisschen Gestaltungsmöglichkeiten, die sich dadurch halt geben. Copy ist für das Übernehmen von Attributen gedacht. Ich kann halt Attribute wie die ID oder die Direction halt mit kopieren. Wenn ich das mit Klassen mache, muss ich berücksichtigen, dass im SIEM vorhandene Klassen dann halt einfach weg sind. Ja, also von Plon die Klassen werden genommen und die werden eingesetzt und das war's.
Wenn ich das nicht möchte, dann gibt es Merch. Und mit Merch kann ich halt das so machen, es gibt bestimmte Klassen, die halt zu dem Layout schon gehören, die auch in dem Theme halt schon da sind und auch, wo es auch CSS dafür gibt. Aber es gibt auch Sachen, die in Plonen da sind und die halt auch für JavaScript ja nicht unrelevant sind an der Stelle, entweder Klassen oder halt auch die IDs, sodass ich halt beides haben möchte. Und dann benutze ich halt an der Stelle einfach Merch, ziehe mir die Sachen von Plonen rüber, die ich brauche und habe dann am Ende halt eine Mischung aus beiden. Deswegen bietet sich das also auch an, Bezeichner, so mache ich es zumindest, Bezeichner halt, wenn möglich, auch gleich so im Theme zu verwenden, wie sie teilweise im Plon halt sind. Das muss man nicht machen, aber das reduziert auch nochmal wieder die Anpassung, weil ganz einfach, wenn ich mir nicht eigene IDs und Style-Sheet-Klassen nochmal ausdenke für mein Layout, das Menü heißt dann halt Menü und nicht Navigation Tree an der Stelle, dann habe ich halt, oder so kann ich halt dann vermeiden an der Stelle, dass ich da noch extra CSS oder JavaScript halt umbiegen muss an der Stelle. Ja, mit Drop kann ich das Ganze bereinigen. Also ich kann halt hingehen und zum Beispiel in Plon habe ich ja bei der Suche, was oft halt nicht gewünscht ist bei kleineren Seiten, so einen Haken in diesem Bereich suchen. Wenn ich den zum Beispiel weghaben will, dann gehe ich halt hin, sage halt Search Section Drop weg. Ja, ist aus dem Markup raus, ist nicht einfach mit Display None oder sowas auskommentiert, sondern es ist einfach in dem ausgelieferten HTML nicht mehr vorhanden. Mit Strip kann ich auch Bereinigung machen, und zwar kann ich mir Elemente nehmen, die Elemente selber wegschmeißen und den Inhalt des Elements da lassen. Mache ich zum Beispiel, wie jetzt hier in dem Beispiel mit dem Ported Wrapper. Da ist halt viel Zeugs für das CSS vom Plon irgendwie drin und JavaScript. Und das ist viel Geraffel, das will ich eigentlich in dem Markup letztendlich nachher gar nicht mehr haben, weil ich das selber gar nicht brauche. Und dann schmeiße ich das an der Stelle halt weg. Kann man mit beliebigen anderen Sachen halt auch machen. Ja. Was es zu berücksichtigen gibt, es gibt eine feste Ausführungsreihenfolge in die. Also es ist nicht so, dass das, was oben in der Datei steht, als erstes ausgeführt wird, sondern bedingt durch die einzelnen Funktionalitäten gibt es halt eine feste Ausführreihenfolge. Before wird ganz zu Anfang ausgeführt, dann halt Drop, dann Replace, dann Strip und dann halt Regeln, die Attribute verändern, so wie dieses Copy oder Merge und so weiter. Dann kommt hier jetzt nochmal Before, Replace, After. Das trifft dann zu, wenn ich das mit diesem Theme Children verwende. Und zu guter Letzt dann halt die After-Regeln. Ist klar, wenn ich etwas hinten anfügen möchte, dann sollten die anderen Sachen, wenn es geht, schon da sein. Ne? Deswegen ist halt ungefähr so die Reihenfolge. Ansonsten gilt halt auch die Reihenfolge klar, wie es drin steht, wenn ich da mehrere Anweisungen drin habe. Man muss auch ein bisschen aufpassen, wenn ich Elemente übernehmen möchte, die schon durch andere Anweisungen auch manipuliert sind, weil die Anweisungen sind ja CSS-Anweisungen. Dass wenn das auf eine Klasse zutrifft, die halt ganz viele Elemente halt modifiziert, dann sind die Elemente modifiziert und wenn ich dann das Element halt mir mit Replace oder sowas halt rüberziehe, dann ist das eventuell schon vorher modifiziert. Da gibt es dann auch einen Schalter, dass man einfach sagt, man möchte den rohen Zustand haben, da muss man einfach Method gleich raw machen und kann halt mit seinen Operationen mit Replace und so weiter dann das unveränderte Element halt übertragen. Ja, Plon App Theming, hatte ich gesagt, bietet eine ganze Menge an Integrationen in Plon. Es ist dadurch jetzt möglich, auch Themes herzustellen, die nicht mehr durch einen Administrator unten drunter installiert werden müssen, sondern es reicht, wenn man halt den Manager-Zugang halt im Plon hat. Ich kann das Ganze halt als ZIP-Datei ausliefern, kann das dem Kunden in die Hand drücken und der kann die ZIP-Datei halt einstellen und hat halt da das komplette Layout drin, was noch nicht geht, aber angedacht ist, oder zumindest gibt es da zurzeit viel Diskussion, ist sowas wie mal wirklich auch Templates überschreiben. Das ist zurzeit noch nicht drin, könnte aber sein, dass es in den nächsten Versionen dann auch reinkommt, dass man halt, wenn man so
irgendwelche Auflistungen und so weiter halt ein bisschen anpassen möchte oder das Markup von den Portlets halt ein bisschen manipulieren muss, dass man diese Templates halt auch noch mit ausliefern kann und auch Konfigurationsgeschichten mit ausliefern kann. Zurzeit kann ich eigentlich nur alles, was das Theming angeht, konfigurieren und alles, was an Plon-Einstellungen, an Settings sonst ist, müsste ich separat über GNX-Setup-Datei machen, die ich dann halt da manuell nochmal reinstecken muss. Also es ist halt noch nicht ganz integriert, was die Möglichkeiten angeht. Mit einem Filesystem-Produkt kann ich das natürlich machen. Also wenn ich halt ein herkömmliches Package baue, kann ich natürlich auch diese Sachen hier komplett reinziehen. Und habe dann natürlich auch alle Möglichkeiten, Klonen zu manipulieren und zu erweitern. Die Struktur sieht ungefähr so aus. Ich habe halt irgendeinen Ordner für das Theme. Da drinnen liegen halt die ganzen statischen Dateien wie Bilder, JavaScript und so weiter. Was da noch hinzukommt, ist so eine Manifest-CFG. Da drinnen steht halt, sind so ein paar Metadaten, also Titel für das Theme und so weiter, damit man es im Plon dann vernünftig beschrieben hat. Da kann man auch die Einstellungen für die Theme-Konfiguration von Plon machen. Es gibt so ein paar Schalter, die man da setzen kann. Diese Konfiguration lassen sich halt über diesen Manifest machen. Dann diese Rules XML, das ist halt jetzt die Datei, die wir uns die ganze Zeit angeguckt haben. Da sind diese ganzen Regeln drin. Das muss auch nicht eine Datei sein, man kann da auch mehrere Dateien verwenden und die halt dann einbinden. Und ja, Style-Sheet-Dateien hier unten. Hier sieht man das mal mit den Metadaten. Das sind jetzt einfache, aber es gibt auch noch deutlich mehr, um halt Konfigurationen da unterzubringen. Der Screenshot ist zumindest im Plon 4.3 jetzt nicht mehr ganz aktuell, das sehen wir aber nachher noch. Ich kann halt hier hingehen, kann die ZIP-Datei hochladen und habe dann das Theme drin. Was auch geht, ist, ich kann über dieses href-Attribut halt zusätzliche Templates, also in dem Fall jetzt hier einfach, ich habe eine kleine angepasste View, die mir irgendwie speziellen Content rendert, die ich halt auch noch vielleicht auf der Startseite mit einbinden möchte, dann kann ich zusätzlich zu der Startseite von Plon, die gerendert wird, auch noch eine zweite View irgendwie aufrufen, da Dinge rendern lassen und die dann halt auch mit verwenden. Und das Geniale ist halt, was ich vorhin schon bei den Themes erwähnt hatte, das geht auch mit externen Anwendungen. Ich hatte das hier mal als Beispiel mit der Konferenzseite von der Plon-Konferenz Anfang des Jahres gemacht. Ich kann halt komplett eine Internetseite angeben und kann halt sagen, okay, das ist jetzt mal mein Content und dann hole ich mir da gezielt Elemente raus, kann die halt auch noch manipulieren und kann die halt bei mir in die Seite integrieren. Das ist halt eine ganz andere Qualität, als ich das mit iFrames und so weiter machen kann. APIs sind zwar auch eine schöne Lösung, haben aber natürlich einen relativ hohen Bedarf oder Aufwand erstmal, um diese Dinge zu schaffen und manche Leute scheuen sich halt auch davor, mit APIs an der Stelle zu arbeiten, weil sie halt Anpassungen der APIs letztendlich scheuen. Also es gibt halt zum Beispiel das Phänomen, wenn dann irgendwelche Formulare und so weiter, die sich häufig ändern in Behörden, dann haben die halt das Problem, die müssen halt immer mitziehen. Ne? Also die müssen halt quasi eine relativ dynamische API oder Inhalte, die da drin sind, halt auch auf ihrer Seite immer auch nachziehen. Hier fällt das so ein bisschen weg. Sofern sich die grundlegende Struktur der externen Anwendung, die ich damit reinziehen möchte, nicht extrem ändert, ist es eigentlich egal, ob das Formular jetzt 10 Felder hat oder 20 Felder oder ob die ein bisschen anders strukturiert sind. Da ist dann vielleicht mal ein bisschen CSS-Nacharbeit nötig, aber ansonsten kann man da schon sehr interessante Sachen machen. Das ist quasi wie ein Kopieren der Inhalte von einer Webseite einfügen, manipulieren und abspeichern. Nur, dass das live passiert mit den Live-Daten. Ja. Also, Barrierefreiheit ist halt an der Stelle auch ein Thema, weil mit dem iFrame komme ich nicht weit. Ja, das Thema kann man dann gleich vergessen. Und so habe ich halt die Möglichkeit, dadurch, dass wirklich die Inhalte komplett hier rübergezogen sind, kann ich halt Screen wieder und so weiter auch sauber benutzen. Das funktioniert dann.
Ja, hier ist es mal als Beispiel. Wir haben das Theme, was ich vorhin kurz gezeigt habe. Hier links sieht man dann halt das Programm von der Plon-Konferenz an der Stelle eingebunden. Das Gleiche habe ich dann nochmal, um zu zeigen, dass es auch mit Nicht-Plon-Systemen geht, mit spiegel.de und zeit.de gemacht und habe die einfach mal so in eine Tabelle rechts und links nebeneinander gemacht. Und das sind halt wirklich dann die Live-Daten gewesen an der Stelle. Natürlich, das Rüberziehen ist erstmal das eine. Man muss natürlich die Links umschreiben und so weiter und auch die Formatierung natürlich anpassen oder gucken, dass man bestimmte Sachen vielleicht nicht haben will. Aber das sind dann Detailsachen. Die Technik ist erstmal da und man muss dann das feinschleifen. Ich habe hier mal ein Beispiel, das sieht recht kompliziert aus, aber ich wollte es mal mit reinmachen, weil ich da etwas länger gesucht habe, das zu realisieren. Ich hatte die Anforderungen für ein Collection Ported, was halt ein paar Links auflistet, halt Target Blank zu setzen, damit sich diese Links halt eben in neuen Fenstern öffnet. Mit Yasuo selber ist das ein bisschen schwierig, beziehungsweise eigentlich aktuell, glaube ich, immer noch nicht möglich. Deswegen kann man halt an der Stelle da, wo der Yasuo-Sprachumfang nicht reicht, XSLT-Anweisungen halt auch verwenden. Da gibt es auf der Yasuo.org Website auch einen kleinen Abschnitt, wo so ein paar Snippets drin sind. Die sind relativ basic, aber man kriegt so ein bisschen ein Gefühl dafür, was man da machen kann. Das hier ist jetzt halt an der Stelle einfach so, dass ich halt die Links halt innerhalb von diesem Portlet, was halt Portlet Collection Links halt als Klasse hat, adressiere. Halt das Link, dieses Link-Tag halt neu hinschreibe, das Attribut, was ich haben möchte, halt schon einfüge und dann mit diesem Apply Templates zieht er sich halt alle Attribute aus dem eigentlichen Link raus und fügt die halt auch noch mit ein. Und dadurch habe ich am Ende dann halt einen Link produziert, der halt um mein Attribut erweitert ist. Es gibt auch einen anderen Weg, es gibt auch so einen Attributes-Befehl im XSLT, allerdings fand ich das immer ein bisschen hakelig, weil man da sehr oft halt einen auf die Finger kriegt, von wegen, das Element hat schon irgendwie Childs und jetzt kannst du hier nichts mehr machen. Dieser Weg mit dem Apply Templates ist irgendwie deutlich robuster. Man muss auch sehr aufpassen, das ist jetzt hier nicht, weil ich nichts von Einrückung halte, so aneinander geklatscht, sondern das ist wirklich notwendig, da dürfen keine Leerzeichen dazwischen sein. Sonst kriegt man da auch Probleme. Ja, das wäre erstmal das. Ich habe aber noch ein bisschen was zum Zeigen. Wie sind wir mit der Zeit? Passt noch, ja. Und zwar, ich habe hier mal einen Plon 4.3 drauf, was ja quasi in den Startlöchern steht. Da sieht das hier ein bisschen jetzt schon anders aus von dieser Theme-Konfiguration. Also wir haben jetzt hier diesen Punkt Theming. Wenn die Yasuo-Unterstützung installiert ist, also die kommt mit Plon schon mit, aber ich müsste sie in den Erweiterungen halt einmal aktivieren. So, was ich hier jetzt sehe, ist, ich kann hier neues Theme anlegen, ich kann diese ZIP-Files hochladen, das ging auch schon in den letzten Versionen und ich habe halt eine eingebaute Hilfe. Jetzt habe ich hier schon mal Themes drin, dieses Example-Theme zum Beispiel, das ist gleich mit dabei. Da kann man gleich mit rumspielen und ich habe hier einfach mal eine Kopie davon gemacht. Kleiner Hinweis, die Themes, also das Theme, was da drin ist, kann man direkt nicht bearbeiten, das kann man nur inspizieren. Das liegt einfach daran, dass Themes, die übers Filesystem reinkommen, über Filesystemprodukte, kann man direkt mit den Editoren, die jetzt hier mitkommen, nicht editieren, sondern man muss sich eine Kopie erstellen und kann dann die Kopie bearbeiten und so weiter und auch alles manipulieren. Das zeige ich jetzt einfach mal. Wir haben jetzt hier halt einen, finde ich, fürs Web relativ vollständigen Editor. Ich kann halt hier mir die kompletten Inhalte von diesem Ordner, von dieser Ordnerstruktur angucken. Hier sehe ich halt auch wieder meine Manifest drin. Ich habe die Rules-Datei drin, ich habe die Themes-Datei drin und kann halt hier die Sachen im Editor direkt hier online editieren. Hier sieht man zum Beispiel, hier ist ein neues Tag drin. Halt Preview für diese Thumbnails, die da vorne dann das Theme anzeigen. Ein Dokumententyp ist hier noch mit angegeben. So, hier ist das Theme, also die statische Datei, die wir halt mitbekommen haben. Und hier haben wir halt das Rule Set,
so wie es halt für diese Seite in dem jetzigen Zustand ist. Und das Ganze kann man sich dann mal hier angucken. Hier sehen wir jetzt noch einen Dummy-Text und das erweitern wir jetzt an der Stelle einfach mal. Ich habe da schon mal was vorbereitet. Das ist jetzt hier einfach bloß, wir kopieren halt, kann man das lesen? Ja. Wir kopieren halt den Content-Bereich jetzt rüber. Ich speichere das jetzt hier. Gehe dann wieder rüber auf die Seite, lade neu und erwarte, dass die Startseite von Plun da jetzt drin erscheint. Genau. Und das ist jetzt hier wirklich im Markup, im HTML wirklich drin. Kein IFM oder sowas. Eine andere Geschichte, die wir jetzt hier auch drin haben, ist, ich habe hier mal das Beispiel genommen, und habe mal einfach den Twitter-Stream von der PyCon.de hier direkt reingerendert. Und wenn man sich das HTML anguckt, sieht man halt auch, der Content ist hier drin. Das ist auch nicht alles. Ich habe jetzt bloß die Überschrift und die Texte halt rausgezogen. Und wenn man hier reinguckt, hier ist wirklich HTML alles drin. Und ich kann das halt jetzt noch manipulieren. Also ich könnte jetzt hier zum Beispiel sagen, okay, die Links, die sollen halt anders aussehen oder ich möchte die Logos weg haben, wie auch immer. Das Ganze sieht hier drinnen so aus. Und da habe ich halt quasi gesagt, also ich habe jetzt hier einen XPath-Eintrag genommen, weil ich mit einem Ausdruck zwei verschiedene Arten von Elementen haben wollte. Ich wollte die Elemente haben, die da die Stylesheet-Klasse Stream-Item-Header haben und gleichzeitig die JS-Tweet-Text, was halt dann der Inhalt ist, und wollte die halt auch genau in der Reihenfolge haben. Das muss ich so machen, weil wenn ich das mit zwei Anweisungen machen würde, dann würde ich erst alle Überschriften und dann alle restlichen Sachen. Gut, würde auch funktionieren, wenn ich beim zweiten Schritt mit After das hinter die anderen setze, aber das ist dann eigentlich komplizierter. An der Stelle ist das wirklich praktisch, dass ich hier dann einfach Verknüpfung machen kann von diesen Anweisungen. Ja, ansonsten ist hier halt über href dann einfach Twitter PyCon.de angegeben und ich habe hier ifpath verwendet. Das heißt, ich möchte, dass er das nur macht, wenn ich irgendwie im Pfad oben halt dieses Plon und PyCon, also wenn ich in diesem PyCon-Ordner bin, dann soll er das halt machen. Ich könnte das auch an einer Stylesheet-Klasse festmachen oder. Und wenn ich das nicht mache, diese if-Bedingung, dann haut er mir das immer, dann überschreibt er quasi die andere Anweisung mit dem Content oder umgedreht. So, hier drin hat man noch so ein paar Sachen. Man kann hier sich auch Regeln bauen. Das heißt, man kann jetzt hier sagen, okay, was will ich für eine Regel haben? Zum Beispiel so eine Replace-Regel. Jetzt habe ich vorher nichts markiert. Jetzt habe ich hier unten die Möglichkeit, bestimmte Dinge mir auszuwählen. Wir können das vielleicht einfach mal... das mal andersrum machen. Also diesen Inspektor kann man hier halt jederzeit an- und ausschalten. Ich nehme mal einfach hier unten diesen Footer-Eintrag wieder raus. Dann dürfte jetzt hier unten das Kontakt und so weiter nicht mehr drin sein. Ja, fehlt jetzt unten. Und wenn ich jetzt sagen will, okay, ich will das jetzt übernehmen, dann habe ich halt auf Plon-Seite irgendwo den Inhalt, den ich suche. Das heißt, ich kann hier halt so mit diesem Selektor rübergehen. Mit Escape springt da, also man sieht hier so ein bisschen, ich weiß nicht, ob man es sieht, hier unten drunter, diese Geschichten hier. Da sieht man halt, was er wirklich gerade selektiert hat, weil es ist natürlich sehr schwer, wenn ich jetzt auf die Liste zeige, was will ich jetzt sehen, die LI-Elemente oder das UL-Tag oder vielleicht noch einen Wrapper, der außenrum ist. Und wenn ich Escape drücke, währenddessen ich mit der Maus drüber bin, dann rutscht er halt immer weiter hoch.
Und jetzt hat er mir hier die Portal Section, also eigentlich das, was ich haben will, das UL-Tag markiert. Jetzt drücke ich. Jetzt hat er das hier unten selektiert oder sich gemerkt. Und wenn ich sage, okay, wo möchte ich das denn hinhaben? Dann sage ich jetzt hier Footer Content. Das ist jetzt einfach nur das Mapping. Jetzt sage ich, ich möchte eine Regel haben. Sage ich Replace. Dieser Haken ist dann automatisch gesetzt, weil ich schon zwei Elemente unten gebucht habe. Und sagt er, die du jetzt gerade schon selektiert hast, die bitte verwenden. Wenn ich einen Haken wegmache, dann muss ich jetzt nochmal hingehen und die einzelnen Sachen machen. So, ich will jetzt hier After machen. Das heißt, ich will unter dem jetzigen Footer im Theme diese Sachen einfügen. Dann kommt diese Regel raus. Da kann ich jetzt hier mir noch überlegen, ob das hier irgendwie für diese Schaltelemente auch greifen soll. In dem Fall nicht. Und sag halt Insert. So, jetzt baut er mir diese Regel da draus. Kann ich auch alleine machen. Aber es kann halt eine Hilfe sein an der Stelle. Die Regel ist drin. Eigentlich müsste die sogar eine Ebene höher, aber das sollte trotzdem funktionieren. Und jetzt habe ich hier unten wieder diese Elemente drin. Ich habe jetzt hier zwei verschiedene Fenster. Das ist jetzt einfach das Fenster, so wie man es normal sieht. Und das andere hat hier oben noch ein bisschen mehr Kladderadatsch hinter, das ist die Preview. Wenn wir hier sagen Preview, macht er halt einen neuen Tab auf. Moment, wenn ich jetzt noch eine Schrift kriege. Ach nee, Preview 7. Macht er halt einen neuen Tab auf und rendert das halt schon so, wie ich jetzt meine Einstellung halt habe. Oben drüber sieht man auch die Warnung, wenn man da beim Editieren von dem jetzt zurzeit aktiven Theme ist. Natürlich, wenn ich auf Speichern drücke, ist das sofort da. Und wenn ich Mist gebaut habe, dann ist entweder das Theme nur weg und es ist vom Plom angezeigt oder ich habe halt irgendwelche Elemente vielleicht nicht da, die ich dringend bräuchte oder sowas. Wenn ich diese Preview-Mode mache und ich baue einen Fehler rein, also einfach mal machen hier, einen syntaktischen Fehler oder sowas rein. Und ich gehe dann in den Preview-Mode, dann sehe ich im Preview-Mode eine Fehlermeldung. Oder auch nicht. Eigentlich müsste das auch für eine Fehlermeldung sorgen. Ja gut, ich kann ja hier auch mal irgendwelche anderen Sachen reinmachen. Zu. Also. Währenddessen ich in der normalen Ansicht das einfach ignoriert habe. Vorführeffekt. Also ich habe gestern Abend damit rumgespielt, das zeigt auf jeden Fall an. Ich weiß nicht, ob er es jetzt nicht speichert. Der Unterschied ist einfach, wenn ich normal die Ansicht halt vorne habe, sehe ich keinerlei Meldung. Ich sehe dann eventuell nur das nackte Plon-Theme. Ja, also kann sein, wenn ich die Seite dann aufrufe, dass dann einfach mein Layout weg ist. Und damit ich dann halt weiß, warum, ist diese Preview-Ansicht ganz, ganz nett. Und am Ende kann ich dem halt nachgehen. Wenn ich jetzt so ein Filesystemprodukt habe und so weiter und die Instanz im Vordergrund gestartet habe, dann sehe ich natürlich auch da diese Meldung. Also hier sehe ich auch diese Fehlermeldung. Also hier sagt er zum Beispiel auch, dass er bestimmte Sachen nicht findet. Gut. Das wäre jetzt schön, Schule Web zusammenklicken. Man kann auch CSS-Dateien und so weiter hier drin direkt bearbeiten. Das ist erstmal ganz nett, um kleine Anpassungen auch zu machen. Ein fahrendes Team vielleicht genommen hat oder sich mal eins erstellen lassen hat, aber dann selber vielleicht leichte Korrekturen noch machen möchte. Dann ist das ganz nett. Was man aber auch machen kann, ist, wenn das Theme dann fertig ist, dann einfach zu sagen, ich möchte das Theme halt dann auch gerne wieder bei mir ablegen, weil ich will es nicht nur da in einer Klondatenbank haben, sondern ich möchte das vielleicht auch wieder weiterreichen und ich kann halt dieses Theme hier downloaden, ja, und dann habe ich halt das ZIP-File, so als wenn ich das von jemand anders bekommen habe. Da sind dann alle Informationen drin, die ich jetzt hier über den Theme-Editor editieren konnte. Und dadurch hat man halt da eine Menge Möglichkeiten. Ich kann hier jederzeit mehrere Themes drin haben, kann die halt jederzeit umschalten. Man hat hier in diesen erweiterten Einstellungen
Noch ein, zwei Tipps. Man hat hier so einen Schalter Read Network. Wenn ich den nicht anschalte, dann kann ich diese Spielereien mit von externen Webseiten sich Inhalte ziehen oder Themes ziehen nicht machen. Wenn der an ist, dann geht es halt. Hier, weiterhin habe ich hier unten dieses Unseen Hosts, standardmäßig 127. Das heißt, wenn ich lokal arbeite, habe ich über Localhost, sehe ich die geseamte Seite, über 127 sehe ich die ungeseamte Seite. Wenn ich das online haben möchte, kann ich da natürlich zum Beispiel auch eine Domain eintragen, was ich admin.webseite.de. Und dann ist die Domain halt einfach das normale Plon-Layout. Kann ja auch gewünscht sein. Man kann ja auch sagen, die Redakteure sollen bitte mit dem Schulungsmaterial, was mit Plon-Screenshots kommt, im Plon arbeiten. Und die Besucher sehen das Frontend, was halt gänzlich anders aussieht. Kann auch sinnvoll sein. Muss man immer ein bisschen gucken, weil wenn die sich unterscheiden von den Abmaßen und so weiter, dann sieht ein Text im Plon gut aus und im Layout dann nicht. Aber das kann man ja auch aufeinander anpassen. Ja, hier sind auch so ein paar Sachen, diese Parameter zum Beispiel. Das heißt, ich kann jetzt hier halt Tal-Expressions und so weiter reinbauen, um zum Beispiel mir so bestimmte Umgebungsvariablen von Plon zu ziehen. Also zum Beispiel, welche Sprache wurde selektiert. Und dann kann ich halt sowas machen wie, ich nehme die Template-Datei für die Sprache und die Chinesen wollen halt vielleicht ein ganz anderes Startseiten-Layout. Solche Spielereien würden gehen. Und ich kann damit halt Umgebungsvariablen reinnehmen, die ich dann in den Diaso-Rules halt auswerten kann, diesen If-Statements, und kann dann darauf reagieren. Das ist übrigens auch das, was man in dieser Manifest dann auch konfigurieren kann, damit das nicht händisch hier jedes Mal eingetragen wird, sondern auch mit dem Theme-Produkt schon mitkommt. Aber ich kann es auch hier eintragen und exportieren, das müsste auch funktionieren. Ja. Gut, noch ein Hinweis, dann sind wir durch. Es gibt ein paar Ansätze, wie man auch noch sich zusätzliche Produkte, also Produktinstallationen oder Entwicklung von neuen Produkten ersparen kann. Ich finde den Ansatz eigentlich ganz nett. Und zwar heißt das Produkt Collective Listing Views. Der Ansatz ist da folgender. Wenn ich dieses Tool halt installiert habe, dann kann ich hingehen und kann sagen, okay, ich möchte jetzt sowas Ähnliches wie die Folder Summary View von Plon haben, so mit Vorschaubild, Titel und Beschreibungstext, aber ich möchte vielleicht noch 2, 3 Attribute mehr von meinen Objekten und möchte die halt auch anzeigen. Dann kann ich halt hingehen und kann sagen, okay, ich lege mir hier so eine spezielle View an der Stelle. Kann auch hier einzelne Felder, so wie das hier ist, also einzelne Attribute mir aus Objekten rausziehen. Hier ist es halt so, alle Standard-Metadaten, die halt zur Verfügung stehen an der Stelle, kann ich halt einfach übernehmen und kann halt sagen, okay, die möchte ich gerne mit aufgelistet haben, angezeigt haben. Und das Ganze sieht dann ungefähr so aus, das ist jetzt natürlich layoutmäßig nicht schön, aber das ist ja auch nicht das Layout, sondern das ist das, was Plon rausrendert. Und der Ansatz ist hier, mit ein paar XSLT-Regeln an der Stelle halt einfach hinzugehen sich dann einfach selektiv die einzelnen Inhalte halt rüberzuziehen, um halt zu sagen, okay, das Layout, ich habe halt diese Listing-View, die baue ich halt einfach mit so ein bisschen statischen Code in meinem Layout und habe halt ein bisschen mehr XSLT-Regeln an der Stelle, aber bin flexibel, ohne dass ich Templates im Plon überschreiben muss. Das ist ein ganz netter Ansatz. Was hier noch fehlt, zurzeit kann man diese Sachen, die man eigentlich dann nicht exportieren und wieder importieren, das ist so ein bisschen schade, also das muss auf jeden Fall danach kommen. Interessanter finde ich natürlich, wenn dann mit Plon Theming direkt es möglich ist, Templates zu überschreiben, weil das ist dann doch schon wieder für mich zumindest als Entwickler deutlich einfacher. Aber für Template-Designer, die gewöhnen sich halt einfach dran, dass sie alles mit ihrem Diaso und XSLT-Regeln machen und dann funktioniert es halt auch an der Stelle so. Also da gibt es noch Potenzial für die Zukunft und das hört sich auch zurzeit recht bewegt an da wieder. Von daher sollte man im Auge behalten. Ja, das war's eigentlich. Soweit. Gibt es Fragen? Fragen? Bis an. Okay.
Und zwar arbeitest du auch mit Plon, also dass du Plon im Prinzip das ganze Theming rauswirfst? Also nicht mal Default, sondern wirklich noch Theming? Würde das Sinn machen? Weißt du, was ich meine? Oder arbeitest du im Nicht Prinzip, also ganz. du nimmst die Sunburst Ja. und da arbeitest du dran? Oder würde Sinn machen, in der Transformation einfach einen Plon ohne gar nichts zu haben? Ja, ein bisschen Template brauchen wir ja schon, aber ich denke, es ist durchaus Das ist ein sinnvoll. ganz anderer Ansatz, Ja, das ist meine Frage. also zurzeit ist es so, dass ich in der Tat das Standard-Theme von Plon als Basis habe auf der Content-Seite. Vielleicht mit ein paar Viewlets abgeschaltet, das geht ja sehr schnell in Plon, sodass man halt einfach nur die Dinge rendert, die man braucht. Und ich arbeite dann eher so auch mit den Standardinhalten, dass ich sage, ich lege halt hier und da Portlets an und benutze die Sachen, die im Standard-Plon schon mal drin sind oder halt die durch gängige Erweiterungen halt kommen. Das ist natürlich ein interessanter Ansatz, dadurch, dass man auf der Diasso-Seite sowieso Rendering irgendwo auch hat, auch wenn das sehr schnell ist, könnte man natürlich auf Plon-Seite abspecken. Ja, weil so wie er hier mit seinen Listing-Views, er sagt halt, Layout ist mir egal. Was ich mache ist auch, ich verwende kaum CSS-Geschichten oder JavaScript-Geschichten von Plon, die ich nicht brauche. Also ich gehe da, das habe ich jetzt nicht gezeigt, aber ich gehe zum Beispiel hin, in der Plon-Registry kann ich ja, habe ich ja die ganzen Sachen drin. Und was ich zum Beispiel nicht haben will, sind die ganzen CSS-Geschichten, diese Public CSS und so weiter, weil da viel Zeugs fürs Layout drin ist, was sich dann immer beißt. Jetzt gibt es den Ansatz, in den meisten Dokumenten halt über Filesystemprodukte dann da reinzugehen, zu sagen, wenn das Theme aktiviert ist, dann dieses bitte nicht laden und so weiter. Das funktioniert aber in manchen Fällen nicht sauber. Weil das nämlich dazu führt, dass dann bestimmte ungeseamte Elemente, so wie zum Beispiel die Einstellungsseite für diese Themes, dann nämlich total Grütze aussieht, weil da dann nämlich die Stylesheets auch fehlen. Und mein Ansatz ist in letzter Zeit da gewesen, einfach nur einen kleinen Trick zu verwenden. Und zwar in der CSS-Registry selber gibt es eigentlich Titel-Einträge, die nie ausgefüllt sind. Das wiederum wird aber als Title Tag wirklich auch in die Style Sheet Inkludierung halt reingerendert. Und dann kann ich nämlich mit Diasso hingehen, kann sagen, wenn Title gleich bla bla bla, dann lasse ich das weg. Und dann habe ich nämlich einfach durch eine Diasso-Regel an der Stelle gesagt, ja, scheiß auf Public CSS oder noch eine andere oder so und lass die raus. Weil vorher habe ich das so gemacht, ich habe nur die Sachen genommen, die ich habe. Habe ich ja das Problem, ich will manche Sachen von Plon. Und vor allen Dingen will ich, dass Third-Party-Produkte, die Dinge mitbringen, dass ich das nicht kopieren muss, irgendwie händisch, sondern das muss automatisch da sein. Und deswegen bin ich dann dazu übergegangen, halt die Diasso-Regeln so zu schreiben, dass ich ohne irgendwelche Plon-Konfigurationen, außer diesen Titel mal da eintragen, aber sobald diese Konfigurationsmöglichkeiten mit dem Theming auch mit möglich sind, ist das auch wieder automatisierbar. Zurzeit habe ich eine kleine README, die sagt, mach bitte diese drei Schritte und dann, also für den Entwickler, und dann ist das Team drin. Bringt im Prinzip große Barrierefreiheit mit. Also wurde jahrelang ein bisschen Wert darauf gelegt. Ich weiß nicht, wie genau jetzt die Entwicklung ab 4, ab Plon 4 wirklich ist. Ob jetzt nur also die alte Barrierefreiheit oder ob die immer daran gearbeitet haben. Damit werfen wir mit der JASO die komplett raus. Wie ist deine Erfahrung oder Ja, was würdest du? das hängt ja sehr stark am Template. Also man kann die Konzepte ja übernehmen. Die Style Sheets kann man ja auch übernehmen teilweise, muss man halt gucken. Aber ich glaube, das lässt sich nicht wirklich trennen, weil das ist sehr oft Layout-Sache. Also wenn du natürlich im Layout anfängst mit Tabellen und so weiter, ja, dann hat man natürlich das Problem. Oder wenn man vom grundlegenden Aufbau halt dann der Meinung ist, dass da irgendwie die Überschriften nicht chronologisch quasi aufgeführt werden, dann hat man natürlich ein Problem. Ich meine, der Plon-Content ist erstmal soweit es geht Barrierefreiheit, wie es halt irgendwie geht. Ja, das ist ja auch sehr subjektiv dann, wenn man da mit Leuten drüber redet. Aber man muss selber darauf aufpassen. Also das ist ganz klar Designeraufgabe an der Stelle, meiner Meinung nach. Also man kann die Konzepte übernehmen. Ich meine, diese Funktionalitäten, auch mit den Shortcuts und so weiter, das ist ja alles da. Wenn man sich dessen bewusst ist, dann bleibt es auch erhalten. Aber wenn man halt
auch nur sowas macht, wie bestimmte Elemente halt mit Display None auszublenden, statt die, also Plon schiebt die ja irgendwo hin. Ich habe das auch schon gemacht, dann gab es halt gleich einen auf den Finger, ja, Screenreader können das dann nicht mehr lesen und so weiter. Das sind Erfahrungen, die müssen dann aber echt beim letztendlich Designer dann da sein. Also das kann einem keiner nehmen. Weitere Fragen? Ansonsten, ich hätte noch eine Frage. Habt ihr Erfahrungen mit Integration von Twitter Bootstrap mit Plon, Fallrad über die ASO? Ich habe es jetzt im Plon-Umfeld noch gar nicht eingesetzt. Allerdings dieses Example-Ding, was jetzt drin ist, das setzt Twitter Bootstrap ein. Also das sieht man ja auch, diese Leiste oben, das war Twitter Bootstrap und so weiter. Aber... Weil da gibt es an sich halt ganz nette Ideen, gegebenenfalls zum Beispiel halt die gesamte Navigation, die ja in Plon zwar eben halt über die Dropdowns gemacht worden ist, ja, und auch über die ASO halt umzusetzen auf die nativen Funktionalitäten, die halt Twitter Bootstrap anbietet. Da kriegst du halt wirklich so halt, weil diese, was Plon versucht hat mit seiner Toolbar, mit JavaScript, kannst einfach mit ein paar Regeln halt dann umbiegen auf die nativen Menü-Mechanismen, die mit Twitter Bootstrap schon mitkommen. Die CSS-basiert dann laufen, ne? Wahrscheinlich auch mit irgendwie dem eingebauten JavaScript-Code, der mit rauskommt. Ja, habe ich aber bis jetzt noch nicht den Anspruch gehabt. Aber ich denke mal, da ist dann, glaube ich, auch eher interessanter die Entwicklung jetzt auf Plon-Seite dann, was die Toolbars und die Entwicklung halt angeht wahrscheinlich. Also klar, also man kann ja alles umschreiben. Das sieht dann eher so aus wie der Ansatz von diesen Listing-Views halt, ne? Man muss halt dann recht fein rangehen und sich einzelne Sachen rausziehen. Das führt dazu, dass die XSRT-Regeln natürlich mehr werden. Mit Diaso ist das, glaube ich, dann nicht mehr alles so zu erschlagen. Aber wo macht ihr den, oder was ist für euch Kriterium zu sagen, wo die Regeln ansetzen? Ich meine, du kannst ja gegebenenfalls sagen, hier, nimmst aus Plon jetzt den kompletten Portplat-Block raus und schiebst ihn halt samt dem Markup eben halt in das neue Theme rein. Oder sagst du, gehst jetzt über die einzelnen Listenelemente. Also wie feingranular macht die Regeln? Oder was ist da das Kriterium? Bei den meisten Sachen greife ich mir, sage ich mal, einzelne auf Portlet-Ebene, also einzelne Portlets, den Block halt komplett. Was ich aber auch schon gemacht habe, ist, häufig hat man sowas, dass der Designer sagt, die Navigation hat im Titel den Namen des aktuellen Hauptbereichs, ne, des aktuellen Hauptbereichs. Das bringt ja Plon so nicht mit. Das kann man aber mit dem Trick dann an der Stelle machen, dass man halt einfach hingeht und klaut sich halt oben von dem selektierten Haupttab quasi da den Inhalt raus und setzt den quasi dann da ein. Da muss man mit zwei Schritten vorgehen, wenn man es mit Yasuo selber machen will, weil da ist es dann so, dass ich dann in der Tat mir nur den Header zusammenbaue, den in meinem Layout quasi so schon einfüge und den Inhalt, also die Ported Items quasi oder die Navi Items mir rausziehe und die dann halt einfüge, sodass ich beide mit zwei Anweisungen das erreiche. Und deswegen brauchte ich auch zum Beispiel dieses, gib mir alle Portlets außer Navigation. Das war so mein Ansatz, das ging eigentlich ganz gut. Weitere Fragen? Gut, dann bedanke ich mich bei dir, Mike, für unseren Vortrag. Und dann geht's jetzt mit Frühstückspause.